So, heute mit Gästen. Oh, schrei mir nicht an. Ich bin schwanger und hochsensibel. Am besten vorher noch einen Mikrofoncheck machen, Phasmophobia. So, spielen, private Spiel erstellen. Copy. Ich bin immer noch dabei, deine Lautstärke anzupassen. Warum? Weil du erstens extrem laut bist und ich es nicht mag, wenn man mich anschreit. Ich spreche ganz normal. Vielleicht hast du es einfach nur zu laut eingestellt. Und irgendwie sprichst du gerade so etwas korrupt. Wie korrupt? Naja, du sprichst irgendwie mit so einem Flimmern. Zumindest kommt das bei mir so an. Conny, ist das bei dir auch so? Wie gesagt, bei mir hast du irgendwie so ein... So, als würdest du mit, als würdest du gegen Ventilator mit Kurzschluss sprechen. Ungefähr so musst du dir das vorstellen. 1, 2, 3. Also über dem Stream höre ich mich eigentlich ganz gut. Ja. Okay, jetzt geht's auch. Wie komme ich nochmal in den... Hey, wie komme ich nochmal in den Moderatorenbereich bei Steam? Weiß ich nicht. War noch nie Moderator. So. Wo ist denn der Conny jetzt immer wieder hin? Schon wieder? Du sprichst total komisch. So, gib mir mal einen Code. Ist im Chat. So, Conny, hört er sich auch teilweise komisch an? Jens? Hallo. Hallo. Conny, hörst du ihn irgendwie auch komisch, so leicht robotisch mit Strom? Ich weiß, das ist eine super Beschreibung. Ist jetzt besser? Sag mal leise kurz. Daniel, red mal. Hallo, 1, 2, 3. Das Mikrofon umgestellt. Jo. Ach, warte mal, übrigens, Conny, du bist ja schon hier, ne? Das Test hörst du. Warte mal. Ich höre dich nicht mehr. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Hörst du mich im Spiel? 2, 3? 1, 2, 3? Conny, hörst du mich? Sag mal was. Ich sag die ganze Zeit was? Nein. Ach, das ist doch zum Kotzen, das geht jetzt schon wieder los. Drück mal Taste in der Taste. Wenn ich hier irgendwie den. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ist das hier bei mir Push to Talk? Ja. Aua, nicht so laut. 1, 2, 3. Das tut mir leid. Schatzi, hörst du mich? Macht ja nix. Hörst du mich, Schatzi? Nein, das ist das Mikro, das ist dieses Dingens hier, dieses, Aber sonst hört ihr mich? Ja, also ich höre dich. Hörst du mich? Zum Kotzen. Okay, alles klar, super. Wenn ich jetzt hier die Lobby verlasse, dann müsstet ihr beide doch drinnen bleiben, theoretischerweise, oder? So. Also, bei ihm funktioniert's gerade nicht. So. Deswegen die Frage nochmal, wenn ich jetzt die Lobby verlasse, dann bleibt ihr doch theoretischerweise drinnen, ne? Ich glaube ja, dann wird... Ich probiere das jetzt mal aus. So, ich habe jetzt die Lobby verlassen. Jetzt mache ich nochmal einen neuen Raum auf. Bin auf dem Weg, ich habe nur gerade Teamspeak-Störungen. Ja, schon wieder? Nee, ich habe ihn nur gerade versucht richtig hinzustellen, weil ich ja noch keinen dritten Monitor habe, wo ich das alles projizieren kann. Ja. Hört man mich jetzt? In zwei? In zwei? Jetzt geht's. Wenn du auf 12% runtergedreht bist, dann sprichst du gut. Okay. Einmal mit Profis, ey. Na, bei dem neuen Spiel, da können wir ja mit Teamspeak machen, weil da macht es nicht so viel Unterschied, ob man da mit oder ohne macht. So, der Führer müsste jetzt mal einen Auftrag auswählen, bitte. Tut mir leid, ich habe keine Führungsqualitäten. Falsche Taste. Schwierigkeit fortgeschritten. Ja. Und Missionsgebiet klein. Empfohlene Teamgröße 1 geht. Ja, dann. Ich habe meine Sachen alle hinzugefügt. Weiß nicht, dafür. Ja, und ich habe ja keine Sache. Energy-Pillen haben wir nur 2. Da müsste noch was hinzugefügt werden. Okay. An den Insanity-Pillen kann nichts hinzugefügt werden, weil es voll ist. Ich habe 2 von 4 hier zu stehen. Ich habe 4 von 4 hier zu stehen. Okay, dann haben wir einen Bug. Na dann los.
Ich hab's ja umgeändert, weil ich nicht die ganze Zeit hier VB drücken möchte. Ach so. Hallo. Hast du rausgefunden, danke. Aber normalerweise die ESC-Taste drücken, da hast du auch Optionen, da siehst du das doch, oder nicht? Nein, da ist ja nur die Lautstärke von den anderen Mitspielern. Okay, entdecke den Art der Geister, finde Beweis. Könnte mal derjenige mal hier ein Stückchen weggehen? EMF-Radar, Kerze, Räucherstäbchen, Donald Robinson. Das sah ja nicht so bequem aus. War das bequem? War das bequem, auf dem Stativ zu sitzen? Scheinbar ja, ihn hat's nicht gestört. Nö. Ist jetzt nicht euer Ernst. Wer von euch hat jetzt keine starke Taschenlampe hinzugefügt? Ich habe dir schon gesagt, dass ich keine habe. Na, warum hast du denn nichts gekauft? Leg die starke Taschenlampe zurück, aber flott. Von welchem Geld soll ich mir eine Taschenlampe kaufen? Als wenn du kein Geld hast. Weiß ich nicht. Pack die starke Taschenlampe zurück, aber flott. Dann gib mir auch eine, gefällig, lieber Freund. Es sind nur zwei da. Ja, ich weiß. Der kann ja schön die andere Taschenlampe nehmen, wenn er hier keine gekauft hat. Ich ziehe dir gleich gesagte Taschenlampe gleich über den Schädel. So. Herr von und zu. Würdest du dich dann bitte mit einem Fotoapparat noch ausrüsten? War einer von euch... So denn mit einem ich habe EMF, Radar, hier Radio und Taschenlampe. Fotoapparat mitnehmen und Thermometer. Ja, keine Fotos machen. Ja doch, wenn ihr jetzt beide sterbt, dann habe ich wenigstens eine Erinnerungsstück. So, ihr habt beide die Kameras auf dem Kopf. Das ist schon mal gut. Hat jemand einen Schlüssel mitgenommen? Ich. Gut. So ein Schlüssel mit dem Teller. Ach, das ist das Ding. Ach, das stirbt mich nicht. Wenigstens kann man sich hier verstecken. Wozu hab ich denn einen Schlüssel? Ja, einer braucht nur einen Schlüssel. So, mal gucken. Ja, aber so viel auch nicht. Wird's dann nicht auch schwieriger mit dem kalten Raum zu finden? Nein. Hab jetzt auch schon öfters auf Fortgeschritten oder sogar auf Profi gespielt. Auf Profi ist das schwieriger, weil man da erst den Generator anschalten muss. Wohl, habe ich mal mitgekriegt. Da ist er nicht umsonst Profi. Ich geh in den Keller. Du weißt aber auch schon, dass es neue Geister gibt, ne? Ja, aber du weißt auch zum Beispiel, was die eine Eigenschaft von dem einen neuen Geist ist. Funk! Ich drück doch auf Funk, verdammte Scheiße! Jetzt sagst du nichts mehr, wa? Nee, weil ich mir gerade den neuen Geister durchlese. Du Blitzbirne. Das würde ich aber nicht im Haus machen, sondern außerhalb des Hauses. Wir hatten da den scheiß Fernseher schon wieder angemacht. Na wer wohl, ist eine Lichtquelle. Irgendeine Tür gerade gehört. Hier gehen auch die ganze Zeit Türen auf und zu, weil wir sie auf und zu machen. Das war aber so ein Türgeräusch, wie es eigentlich nicht von uns kommt. Also hier hat jemand gerade ein Bild von mir runtergeschmissen. Ich glaube, der Geist mag das Bild nicht. Geöffnet. In der Küche? Nein, im Flur. Na, ich natürlich. Ich mach die immer auf. Warum machst du die Schranktüren auf? Na, dass man sich da schneller verstecken kann, wenn der Geist vielleicht kommt. Also ich...
Mach doch ein Foto. Hast du ein Foto gemacht? Nein. Nein. Aber das ist sehr, aber du war hässlich. Ja, dafür hast du ein Fotoapparat dabei eigentlich, um so eine Situation leicht zu fotografieren. Nee, dafür gibt's Geld. Nur mal so, aber egal. Er kam aus dem Babyzimmer auf mich zugelaufen. Also hier. Mann, ist dieses Biest hässlich gewesen. Ich hol mal ein EMF. Ich bin gerade keinen kalten Raum. Also hier sind 11. Ich würde sogar sagen, dass der hier irgendwo ist. Also irgendwo. Ich hol mal das EMF. Oh, Aktivität ist auf 10. Ja, das Ding hat mich auch kurz gejagt, glaube ich. Wenn es dich richtig gejagt hätte, hätte das Licht geflackert. Glaub mir, es hat mich gejagt. Ich hab, EMF auf Stufe 4. Auf Stufe 5, EMF auf 5. Hier vorne. Hier vorne war EMF auf 5. Runter. Bitte Funk benutzen. Was hast du gesagt? Temperatur ist hier auf 8 runtergegangen. Okay, dann muss das ein Flurgeist sein anscheinend. 9. Ja, die Hackfresse ist hier. Ich hol mal ein Kruzifix. So, und wer von euch hat hier den Schrank aufgemacht? Ich hab ich doch schon mal gesagt. Ich guck da mal nach einem Reacher-Board vielleicht. Könntet ihr vielleicht mal stehen bleiben und die Kamera mal ruhig halten, dass ich vielleicht mal nach dem Orb gucken kann? Und die Taschenlampen aus, bitte. Ja, natürlich, wenn hier der Geist in der Nähe ist. Ihr steht in der Tür, Mann. So, der jetzt sich gerade die Schranktür da anglotzt. Mal ein Stückchen nach unten. Noch weiter. Ja, stehen bleiben. Okay, warte, ich gehe mal auf die nächste Kopfkamera. So, der andere, der mit dem Thermometer in der Hand, der guckt mal jetzt nach links. Nach oben, bitte. Nicht den Fußboden anstarren. Dass die Tür auch gerade zuging, ja, als der auf mich zugekommen ist. Das ist dir bewusst. Trotzdem braucht derjenige jetzt gerade nicht auf den Fußboden gucken, bitte. Der guckt ja da gerade auf den Fußboden. Nicht auf den Fußboden gucken. Weiter nach unten. Ja, und jetzt nach unten, nach links. Auch mal langsamer bewegen als immer gleich radikal. Ein Stückchen nach rechts, bitte. Noch ein kleines Stückchen. Okay, ich sehe keinen Orb. Ihr könnt euch wieder bewegen. Kein Orb gesehen, ihr könnt euch bewegen. Wie wär's, wenn ihr denn noch ein Buch holt, zum Beispiel? Oder die Geisterbox? Hol jetzt das verdammte Buch, Mensch. Fang mich nicht an, ich bin schwanger. Sieht aber nicht so aus. Oh doch, glaub mir, meine Wampe hat zugenommen. Wer ist denn eigentlich der Schwarze? Conny, bist du der Schwarze? Nee, einer ist Blondie und andere ist schwarz. Ah, Conny ist der Kotenschwarze, alles klar. Der was? Achso. Was nimmst du denn? Was soll ich jetzt nehmen? Nimm die Talkbox. Wer hat denn hier seine Fotokamera weggeschmissen? Mach mal. Fußspuren. Ja, Fußabdrücke sind aber keine Fingerabdrücke. Fotografieren bitte. Du kannst den auch fotografieren und er zählt als Beweis, wenn du nicht die UV-Lampe ihn anschaust, sondern einfach da, wo der Ding jetzt ist, fotografierst. Oh, Conny hat 44% Sanity. Er sollte mal vielleicht mal einmal Pillen einschmeißen.
Oh, da hat jemand einmal Interaktion fotografiert und einmal die Fingerabdrücke. Kleine Mistfrau, ich hab dich fotografiert. Aber das zählt als Interaktion, bist du bescheuert. Kerze ist drinne. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Donald Trump. Bist du hier? Trumpet. Bist du hier? Alter, das Gerät funktioniert. Das Gerät macht ja gar keine Anstalten, hier irgendwas zu machen. Das ist ja unglaublich. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hat eigentlich mal jemand geguckt, ob er alleine oder in Gruppe? Gruppe. Sicher? Ja. Wurde schon geräuchert? Weiß ich. Nein. Nein. Ah, Gruppe. Verstehe halt nur nicht, warum meine Talkbox nicht mal anzeigt, nichts erkannt. Weil du in den lokalen Sprechmodus gehen musst. Bist du hier? Ja, brauchst du. Bist du hier? Hat geklappt. Nein. Gib doch mal her. Bist du hier? Wo bist du? Ja, uns fehlt nur noch der dritte Beweis. Schreibe etwas ins Buch. Wo bist du? Wo bist du? Also die Talkbox ist es nicht. Ich kann ja mal kurz ins Journal gucken und mal ausschließen. Banshee, Revenant oder Revenant, ich guck mal. Revenant bräuchten wir noch Geisterbuch und Banshee bräuchten wir Gefriertemperatur. Gefriertemperaturen. Ich räuche jetzt. So. Er hat mich angehaucht. Hör auf so anzuschreien. Ich hab ganz normal gesprochen. Nein, nicht du. Aber die Salzabdrücke sind hier vorne. Ich hol mal noch, ein zweites Salz und dann können wir ja gucken, ob er da hinten auch rummarschiert. Bewegungssensoren könnten wir zur Not noch anbringen, um besser zu begutachten. Ich wollte einfach mal gucken, ob es an einem anderen Ort vielleicht besser klappt. Schreibe etwas ins Buch. Schreibe etwas ins Buch. Mittlerweile dauert es manchmal ein bisschen, bis die dir was ins Buch schreiben, wenn sie was ins Buch schreiben. Ey, Hackfresse, mach was. Wir sollten die Sanity beachten. Ich weiß ja nicht, wer ob außer Conny noch jemand Pillen eingenommen hat, weil die Sanity ging ganz schön stark runter.
Geh mal gucken. Hört mir jemand zu? Ich habe nur 40%. Ja. Danke, Conny, wenigstens. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nachdem ich Sanity-Pillen eingeschmissen habe, habe ich gesagt, dass ich welche eingeschmissen habe. Und jetzt kommt er um die Ecke mit, hat jemand noch Sanity-Pillen eingeschmissen? Außer Conny. Oh. So, ist er jetzt hier hinten auch durch Salz gewandert? Ne, hier hinten ist er noch nicht durch Salz gewandert. Er muss hier vorne irgendwo sein. Ja, aber hier sind die Temperaturen auch niedrig. Ich glaube, du kannst jetzt im ganzen Haus gucken. Die sind überall niedrig wahrscheinlich. Nein, sind sie nicht. Hat hier gerade 0 Grad. Komisch, in der Küche habe ich auch 4,8 Grad. 4,5, 3,1. So in der Garage habe ich 3,2, 0,3. Das ganze Haus ist kalt. Ja, wahrscheinlich der Generator aus ist. 1,2, da geht noch anmachen. Hab ich gerade gemacht, du Blitzbirne. Ja, wir müssen noch gucken, dass wir hier noch einen Eintrag. Wo ist denn das Buch jetzt hier? Wo ist das Scheißbuch? Naja, ich muss halt in jede Schublade, in jeden Schrank gucken. Da könnte überall ein Reacher-Board drin liegen. Könnt ihr mal bitte aufhören, das Stromnetz zu überlasten? Niemand hat was angeschaltet. Aber Licht geht ständig aus. Weil es vielleicht der Geist ausmacht? Wobei, ich habe ja Kruzifixe gelegt. Und Banshee steht da, fürchtet das Kruzifix und weniger aggressiv in seinen Umkreis. Ach, unter Fernsehschränke kann man auch aufmachen. Mark, wir haben es verstanden, es ist gewittrig draußen. Danke. Ich glaube, es ist ein Banshee. Ja, mit Glauben ist die Menschheit schon weit gekommen. Ja. Weil nachdem ich die Kruzifixe gelegt habe, war jetzt hier Ruhe im Karton. Ich hab was gefunden. Was hast du gefunden? Eine Schere. Na, wow. Aber wir hatten 0 Grad. Das könnten ja schon Friertemperaturen gewesen sein, oder? Da hinten ist auch ein Fußabdruck. Im nächsten Fall oder willst du jetzt hier noch warten, bis hier irgendwas passiert? Was hast du gesagt, Badzimmer? Gefriertemperaturen im Bad. Ey, stirbst du im Schrank? Das ist doch nicht normal. Er ist tot. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich hatte noch Gefriertemperaturen. Ich hab jetzt Benji eingetragen. Okay. Na, ich auch. Ich suche nur noch mal seine Leiche. Das abfotografieren. Ja, aber sei vorsichtig, du hast nur noch 19%. Du hast nur noch 20. Du hast nur noch 18%.
für das Foto reicht. So, toter Körper, drei Punkte nochmal. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich hab doch alles aufgeschrieben. Verdammte Scheiße. Machen wir los? Ja. Was soll mit noch sterben? Nee, lass. Banshee.